Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen ein neues Modpack und mit dabei ist der Crazy252. Hallo. Achso, da bist du. Ich dachte, du bist das Huhn. Knapp daneben. Ja, und welches Modpack spielen wir heute? Ganz Secret Modpack, und zwar Vanilla. Ja, wir haben uns einmal überlegt. Komm. Ey. Ach stimmt ja, das ist ja wieder da. Ja, wir haben mal wieder, was heißt mal wieder, wir haben mal Bock, einfach nur stinknormales Vanilla zu zocken. Und ich habe heute eine Mission. Als allererstes kann ich ein Schwert kriegen, bevor Crazy eins hat. Weil er mich schon angedroht hat, dass er mich in dieser Staffel ungefähr 50 Mal töten will. Nicht nur 50 Mal. Haha! Komm her, Junge. Na, ne, komm. Also, wollen wir erstmal was latschen oder willst du hier schon direkt in der Nähe bauen? Einen Augenblick. Du Drecksack, Junge. Du Erster Drecksack. Tod. Das war so etwas von klar. Wo bin ich jetzt geschoben? Ich hab deine Sachen. Ach, da bist du. Man spawnt hier ein bisschen ziemlich weit, fällt mir auf. Ich bin eigentlich auch da unten irgendwo gespawnt und du bist da gespawnt? Keine Ahnung. Gibt es denn gerade mein Schwert wieder? Gut. Hey. Hier. Danke. Ich hab drei Schwerter. Wieso hast du drei Schwerter? Mir war langweilig. Hammer nice. Ja, lass erstmal was in diese Richtung latschen, oder? Ja. Ich werde mich auch auf jeden Fall wieder an das neue Kampfsystem gewöhnen müssen. Ich habe letztens nochmal die 1.8 mit ein paar Kumpels gespielt. Also ich kann sagen, das neue Kampfsystem ist einfach geil. Ja, ich habe mich jetzt auch schon ein bisschen reingelesen. Also, ich hatte mich mal in der Zeit noch mal gewöhnt, aber dann wurde, wie gesagt, zurückgepatcht auf die 1.8, weil alle anderen damit nicht klar kamen. Ja. Weißt du, in jedem normalen Spiel gibt es fast einen Cooldown immer. Aber in Ja. Minecraft, wenn es eingefügt wird, kommt keiner damit klar. Hä? Es ist echt so, ne? Eigentlich könnte man ja schon alles an Tieren auf dem Weg mitnehmen, ne? Geh mal hoch auf den Schafe! Berg. Ich hole uns Und mal ein deine bisschen Wolle. Schafe, ey. Ja, hallo? Mir fällt gerade Weine. der. Du und deine Schweine. Oder dass ich ein Schwein in der Aufnahme Weißt du, mir fällt kein Widerspruch ein, aber dir perfekt sofort, ne? habe. Boah, du bist so ein Sack, Alter. Hast du doch vermisst. Auf jeden Fall. Und war das letzte Projekt wirklich so richtig zusammen? TPP und davor war es wirklich RWT, ne? Ja. Alter, viel zu lange her. Ja, wir spielen jetzt auch nicht auf der 191 oder so, wir spielen auf der 192. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie raus ist. Ich glaube, die ist erst letztens erschienen. Ich glaube, die letzte Woche oder diese Woche. Gut zu wissen. Ich glaube, wir haben schon wieder was getrennt, ne? Bisschen. Was ich. Ich sehe Was? dich. Ich sehe dich. Du siehst mich? Okay, ich Ich bin nicht. rechts von dir. Ach da. Was ich Hi. aber noch nicht so ganz verstanden habe, es gibt ja jetzt mit dem Schlagen kann man irgendwie so einen AOE-Schlag machen, ne? Ja, der wird automatisch ausgeführt. Ah. Und zwar, wenn ich jetzt mal, komm mal kurz mit, Ja. stell ich mal direkt neben der Schaf. Direkt neben der Schaf Ja, stellt. ja. Dann. Ah. Der wird Also. automatisch ausgeführt, sobald mehr Entities in der Nähe sind. Okay, gut zu wissen. Also ich sag's mal so, damit kann man verdammt geile Mob-Farmen bauen. Ja. Weil zum Beispiel Höhlenspinnen kannst du dann in ein mal ein Loch quetschen. Und dann kannst du einfach mit
AOE-Damage draufklatschen und die sind alle auf einmal tot. Schön, schön. Lass mal das einmal. Ja, klappt. Ja. Und Schilde sind besonders geil. Ja, das habe ich schon gemerkt. Das Blocken, das ist mir auch eben wieder aufgefallen. Ich stand, als wir da gekämpft haben, habe ich schon gedacht, hey, wieso blocke ich nicht, wieso blocke ich nicht? Oh, da war ja was. Wird schon langsam wieder Nacht, ne? Ja. Ich gehe nochmal ein bisschen Holz sammeln, dass wir noch ein bisschen besseres Werkzeug kriegen. Ich habe überhaupt keine Spitzhacke gecraftet. Ich auch nicht. Bewertet. Ja, wir können ja auch zwei Betten direkt machen. Ein paar Betten. Die Wolle, die ich hab. Also ich hab 10. Ich hab 15. Alter. Ich hab alles getötet, was mir in den Weg gekommen ist. Ja, das hab ich gespürt. Ups. Da war ja was, ne? Soll ich jetzt ein Bett mitcraften, oder? Ja, gerne. Mal so und so. Erstes Schwert kaputt. Ach komm, die Werkbank kannst du hier lassen. Die Frage ist nur, wo bist du? Ich komme natürlich zugerannt. Da. Ich hab da drüben Kühe entdeckt. Ja, sehr schön. Ja. Alt. Hallo. Pfiffi. Okay. Muss man drauf achten. Du siehst jetzt deinen Körper während des Schlafens. Lol. Ist dir aufgefallen? Danke für das Bett. Kein Ding. Geht das eigentlich immer noch, dass man irgendwie so einen Stock auf Rückstoß 37 gefühlt verzaubern kann, sondern einfach mal so einen Kostüm abschlagen kannst? Ja. Boah, geil. Also es funktioniert aber nur mit Commands. Also nur mit Commands, schade. Ja, was wir auch schon mal sagen können, bei dir war das ja so, dass du wahrscheinlich, dass ich ab und zu mal auch alleine aufnehmen müsste, ne? Ja. Weil wegen zeitlich und Projekte und zu viel und kein Plan. Ja, da habe ich aber schon eine Idee, wie ich das mache. Und zwar werde ich einfach so ein paar Leute ab und zu mal dann einladen. Weil ich habe ja auch zum Beispiel damals ja beim lieben Street zu Besuch. Ja, schätze ich mal, kann man das jetzt bestimmt also machen, dass der dann mal so kommt, dann mal die Zeit kriegt. Ja, klar. Oder so ein Tagoon oder Trivolo bestimmt mal. So Critical Hit geht immer noch. Ach, mit dem Springen? Ja. Yeah. Gut. Also irgendwie ist es noch kein richtiges geiles Biom gekommen, ne? Nee, ich warte auch noch auf ein geiles Biom. Lass ich raten, es wird wieder so passieren. Okay. Ich finde, die Stelle sieht gut aus. Oh, hier ist ein Minenschacht. Aber das ist ja jedes Mal so, ne? Ja. Ah. Oh, ich dachte schon. Was, du wirst runterfallen, oder? Nein, ich dachte schon, ich sterbe, aber nein, ich habe nur Hunger. Auch das Sterben kann man einrichten. So. Wie viel wohl? Komm, ich mache jetzt mal die Spitzhacke. Meinst du, ich überlebe das? Moment. Wo bist du? Oh. Ich glaube nicht. Nee. Definitiv nicht. Ja, ich bin gerade auch schon so mal überlegen, was man sagen könnte. Ich bin einfach so gewohnt mittlerweile. Modplays zu kommentieren. Ja, jetzt können wir hier so ein Alloy-Smelter oder sowas machen. Das geht schon gar nicht mehr. Ja, jetzt wollen wir hier den Cobblestone haben und dann auch den Cobblestone. Jetzt mal was ganz anderes. Jetzt baue ich den Cobblestone hier ab. Es ist irgendwie eine kleine Umgewöhnungsphase für mich. Ja, es wird nur. Es ist halt mehr so Commentary ähnlich. Ja. Weil Modpacks brauchst du halt volle Aufmerksamkeit in der Aufnahme und das nervt mich ja immer. Obwohl ich hier nicht aufnehme. Auch, ich finde aber manchmal macht das sogar Bock. Ich habe auch mal einen Ofen gecraftet, ne? Lol. Was? Der Virgin Raider hat hier gute Arbeit geleistet. Warte, ich komme bei dir vorbei. Ich brauche hier was Kohle ab. Ah ja, Netherquartz wurde ja auch genervt, ne?
Ja. Finde ich irgendwie cool. Jetzt ist ja wieder Redstone das Stärkste, ne? Ja, Redstone ist wirklich OP. Komm mal hier mit. Wo bist du jetzt? Ja, hier, hinter dir. Ah, da. Ja. Well done, we. Du weißt, dass du das sowas von wieder kriegst. Ja. Aber da konnte ich gerade echt nicht widerstehen. Das kriegst du so etwas von wieder. F war die Taste für die zweite Hand, ne? Ja. Also muss aufpassen, Schwert kann man nicht dahin legen. Ja, das weiß ich. So, ich mache jetzt erstmal in den Ofen, um mir was zu futtern. Hast du Kohle abgebaut? Ja, etwas. Also ich habe fast ein Steak Schaffleisch. Ich habe 17. Aber ich mache gerade so ein bisschen Steak. Oh, da freue ich mich schon auch richtig auf gleich, weil jetzt wird gleich noch gegrillt. Ist bei dir auch gerade heute so extrem warm, oder? Hä? Was? Ob es bei dir auch so warm ist? Oder 21 Grad. Bei uns auch. Bloß jetzt wird es tatsächlich bei uns was zu mehr gespart. Bei uns ist noch komplett alles offen. Ich geh heute später auch noch raus mit einem Auto. Ja, ich gehe wahrscheinlich noch nach dem Grillen zu ein paar Kumpels. Wir haben uns noch verabredet zu ein bisschen Poker. Ja, klar, warum nicht? Gestern war bei mir in Schweinfurt. Gestern war bei mir in Schweinfurt Street Culture. Okay. Das ist so Autotreffen. Und zwar ziemlich groß, also da waren knapp 1000, 2000 Autos. Alter! Halbes Herz. Sei froh. Und ja, als wir in Rick gefahren sind, war hinter mir ein Lamborghini Gallardo Spider. Alter, yo. Und ich mit meinem SLK AMG da vorne dran, scheiße. Dann, die Straße war die ganze Zeit einspurig. Da sind wir. Ah ja, und dann wurde sie auf einmal zweispurig, ne? Ich natürlich aufs Gas gedrückt. Und er auch. Weißt du, ich höre meinen Motor gerade noch. Auf einmal kommt er. Wo ist mein Motor hin? Das ist wirklich so instant. Leute, und dann zieht er an mir mit 120 Sachen in der Stadt vorbei. Und ja. Ja. Ich war am Überlegen, ob ich mithalte. Ja, was soll ich was sagen? Was? Der hat dich fett gerackt. Ja, ich weiß. Dafür hat ein Kumpel ihn dann einfach ausgebremst. Also er hat mich geschafft zu überholen, aber ihn nicht. Oh, da vorne. Endlich geile Biome. Ja, ich hab's gerade gemerkt, hier ist das Feld. Boah, eine schöne Weide. Boah, ich will endlich mal einen NPC davon finden mit den, hier, mit den Rote Beete. Ja, das kommt. Rote Beete habe ich noch kein einziges Mal gefunden. Hier sind Hunde. So, hier ist noch ein Birkenwald. Wenn ich ganz viel Zeit habe, dann mache ich, wenn ich irgendwelche Sachen finde, Farmen draus. Okay. Ja, ich schätze mal, wir werden später eh noch hier so irgendwie Getreidefelder und sowas noch mit Redstone machen, ne? Ja. Beziehungsweise du wirst wieder schön deine Hexenfarm, schätze ich mal, aufbauen. Erstmal Beacons farmen. Oh Gott. Was wir beide aber auf jeden Fall vorhaben,
ist, wir wollen beide eine Elytra. Oh ja, oh ja. Die sind einfach geil, die Teile. Wo bist du hin? Ich bin einfach quer über die Fläche geraten. Okay. Ich flitze mal ein bisschen zurück. Also ich bin jetzt hier am Wasser. Hier ist ein... Ich weiß nicht, ob es ein See, ein Fluss ist. Das sieht für mich... Boah, irgendwie ist... Laden die Chunks bei mir richtig scheiße nach. F3A. Ja, ja, ich mache schon die ganze Zeit. Da unten sehe ich einen riesen fetten See. Ich mach mal die Sichtweite was höher. Ja, bei dem See bin ich hier gerade. Ich bin hier gerade so bei ein paar Sonnen. Ah, ich sehe dich. Ah, da. Wollen wir mal in... Da hinten habe ich gerade was Geiles gesehen. Ich möchte da nur mal kurz hinschauen. Ich bin ja noch die ganze Zeit bei der Fallout-Steuerung dran. Ich bin jetzt in den 2 Tagen ca. Fallout 4 am Suchten. Und ich bin die ganze... Leute, sind Pferde. Lol. Und Lava. Lava in Kombination mit Pferden. Warst du auch am Überlegen? Was? Ich will nur das vorhin hier runterschubsen. Alter. Wir sind hier, Mörder. Wuhu. Du hast ein Babypferd reingeschubst. Ich weiß. ja, wie gesagt, ich bin schon die ganze Zeit, jetzt seit 2-3 Tagen bin ich vor der 4 am Zocken. Und ich bin die ganze Zeit noch gewohnt dabei, okay. Shift für Sprinten. Scheiße, ich krieche! Irgendwie umstellen oder so? Was? Steuerung? Ja, könnte ich, aber ich bin zu voll dafür. So kenne ich dich. Ich würde mich auch wundern, wenn du mich anders kennen würdest. Ja. Alter, aber sowas richtig Geiles ist hier immer noch nicht, ne? Ich warte eigentlich immer noch auf dem Dorf. Ja, ich auch. Wo bist du jetzt? War mir auch gerade. Aber nice. Ich habe schon mal Zuckerrohr gesammelt, ne? Hab schon 17 Stück. Ja, Fuck, wo bist du hin? Ich bin jetzt hier in den Birkenwald. Ich bin quer durch die, einmal durch den, Forester. Durch den Dark Oakwood. Welchen, den links oder den rechts? Da, wo wir gerade vorstanden, wo ich das Fohlen in die Lava geschubst habe. Ah, okay. Da ist ein Babyzombie hinter mir her. Ah! Ich brauch mein Bett. Ja, das hab ich. Gut bemerkt. Also ich stehe hier gerade auf dem Birkenbaum. Ah, da bist du. Ich sehe dich. Guck mal Richtung Birkenwald. Ja. Ach da. Erste Folge ist doch gleich schon rum, ne? Echt? Ja, wir sind schon bei 18 Minuten. Autsch. Aber ganz ehrlich, wo ich teilweise das Kotzen kriege bei Fallout 4, bei einem Typen, Preston Garvey, da kriege ich echt, wenn ich diesen Namen nur höre, kriege ich Plack auf den Zähnen. Jedes Mal ein einziger Satz. Eine weitere Siedlung braucht deine Hilfe. Ich wurde mittlerweile schon zu ca. 20 gefühlten... Oh. Babe. Warte, hier ist ja dein Bett. Da. Ach, da, 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 da. Da, 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 da. Da? Oh, hier ist wieder eine Weide. Auf jeden Fall, ich wurde mittlerweile schon zu gefühlten 20 Siedlungen geschickt. Du bringst unsere Sache gut voran, sagt der Typ, der die ganze Zeit faul zu Hause rumsitzt, irgendwie gegen eine Wand hämmert mit dem Hammer, wo es anscheinend nichts bringt. Oder irgendwie mal schön, oh, hier ist ja ein wundervoller Fluss. Ich gehe da mal so ein bisschen planschen. Scheiß auf, dass er radioaktiv verseucht ist. Ich bleib hier mal so circa 20 Minuten stehen. Also die Logik von Fallout entzieht sich mir manchmal ein bisschen. Wo bist du jetzt denn wieder hin? Ich lauf kurz durch den Dark Oak Forest einfach mal durch. Okay. Wollen wir da wetten? Obwohl, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Was? Ich renn schon mal ein bisschen weiter, ne? Ah ja.
Gut, aber die Folge ist jetzt hiermit vorbei. Ich würde sagen, lasst mal einen Kommentar da, wie euch das gefällt, das Projekt bisher. Ob ihr wieder mehr Folgen mit dem Crazy sehen wollt. Weiß ich ja, ihr habt mir ja auch schon tausendmal angebettelt, ihr wolltet, dass er wieder dabei ist. Aber naja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentarskis. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss.